So, dann marschieren wir mal los. Ich muss nur mal gucken. Und dass du an die Tasche machst, Mikrofon und so. Das nämlich Schwätze hören. Wir sind jetzt hier auf dem Supermarktparkplatz. Supermarkt schließt jetzt gerade. Jeder fährt heim und die schließen gerade. Oder sind am Schließen. Wir haben jetzt Ortszeit 22 Uhr. Du hörst mal eine Fliege. Ey Tobi, was haltest du davon, wenn wir mal auf den Einsiedlerhof laufen? Durch den Wald. Ja, da müssen wir aber dann da über die Straße, wo die Oppel ist, da hinten aus. Ja, das zieht sich auch. Brutal schon, aber das ist alles ebenerdisch. Könnten wir theoretisch machen, oder? Auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs. Ich bin wieder unterwegs mit dem Kollege. Mache ich mal das Licht aus. Wir haben wieder die ganze Ausrüstung dabei, also die ganze Phoenix-Lampe dabei. Diesmal machen wir auch keine Fotos. Es geht rein ums Video. Fotos machen wir keine, du leider Haufen Zeug. Wir gehen jetzt durch die Piss-Unterführung. Die Unterführung, wo gern hingepinkelt wird und alles nass ist und stinkt. Fakt ist, wir gehen jetzt unter den Strohdach und ihr hört ja, dass die Akustik anders wird. Ich habe die Stirnlampe von Phoenix, ist wieder am Start und sämtliche andere Lampe. So können wir wohin gucken. So ist sämtliches an Taschenlampe-Equipment und Technik am Start. Und wie gesagt, wir machen das eigentlich jedes Wochenende. Eine Tour mit Fotos, mit Videos, sämtliche Sachen. Jetzt kommen wir aus der Unterführung raus. Also Fakt ist, ich habe schon ein Geräusch gehört. Was? Nee, da darf ich nicht vorbei, oder? Ja, was ist, wenn die an uns hängen bleibt? Das ist ja wie Harry Potter, der Zauberwald. Da fängt es schon an. Da hängen schon Spinnen und Viecher herunter im Wald. Auf jeden Fall machen wir jedes Wochenende oder immer, wenn es die Zeit zulässt, auch unter der Woche, machen wir so einen Ritt. Fahren wir irgendwo hin, gehen wandern. Über da gehen laufen, machen Herbstwanderungen. Was? Ja, du kreist schon herum, gell? Guck mal, da hinten ist ein rotes Licht oder weißes da oben. Tatsächlich, das ist die Reklame. Ja, das sind so die Dinger, wo wir machen. Also wir machen ja diese ganze Lost Place-Geschichte und alles, was wir da betreiben. Und es ist mit viel Zeit verbunden, die ganzen Videos immer zu machen. Die Videos zusammenzuschneiden, die Fotos zu entwickeln. Gut, wobei, bei den Fotos bin ich jetzt mittlerweile ganz fix. Also da habe ich so meinen Standard, wo ich für die Lost Place nehme zum Entwickeln und da bin ich ganz zufrieden. Und für die Geschwindigkeit ist es passables Ergebnis. Auf jeden Fall diese so Wanderungen und so Dinge, so gestörte Sachen und so, das ist so das, was wir machen.
Gut, viele, wo ich kenne und Freunde, wo ich habe, die machen das, die verbinden das noch mehr mit so Survival. Oh oh. Wenn schon irgendwas. Ne, ich habe Dinge, Spinnennetz oder irgendwas habe ich in der Fresse gehabt. Ich wollte gerade sagen, machen der doch nichts, oder? Ja, da musst du aufpassen, du hättest auch schon mal tot hingelegt, ne? In deinem Wald, oh ja. Ey, du hättest auch das letzte erst einer gefunden. Nein, 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 das war am Fliegertal. Ja, das auch, aber du am Vorler auch. Da hätten sie hinten einer gefunden, hat mein Bruder mir erzählt. Aber wir kennen ja auch, wenn du willst, Tobi, können wir ja mal rechts Richtung Sichelbach gehen. Links ist das hier, meine ich. Weil du kannst ja auch sau gut laufen. Aber ich glaube nicht arisch. Also der Weg, wo ich kenne, wo ich mit dem E-Bike gefahren bin, der war nicht, also ist nicht arisch hochgegangen. Also, ich habe jetzt wird die Helligkeitsstufe von der Taschenlampe. Oh, da ist der Weg nass. Auf jeden Fall nur in der Mitte. Aber mit der zweiten Helligkeitsstufe, das langt zum Laufen und zum Gucken langt das. Hier hinten leuchtet was. Ja. Das wird dann da hinten. Den Weg wollte ich eigentlich vermeiden. Warum? Weil der dichteste Teil führt. Was gibt's noch für Weg? Der führt direkt an den Vogel. Der ist so dicht, hast du gesagt. Der ist auch mal dicht, der Wald drin, ja. Okay. Hast du mal geguckt da hinten? Da ist er. Da ist er wieder, meine Freunde. Da ist er wieder, unser Freund mit der Kettensäge, der wo bis die zwei Takter Gemisch braucht. Ich verstehe das nicht. Ich freue mich immer noch, wie der Sohn gestern gemeint hat, er hätte einer in seinem Rucksack gewackelt. Das war fast in seiner Trinkflasche schon umgefallen. Er war gerade paranoid. Das war paranoid, dass er halt noch nicht mehr mitgehen. Aber jetzt gucken wir, Freunde. Ich nehme das jetzt gerade aktuell, nämlich das hier so auf, dass man die Taschenlampe sieht mit dem Strahl. Das ist zweite Stufe. Und man sieht schon den Strahl, ne? Jetzt geht's alles weiter. Alles weiter. Weiter oben aus. Was ist denn das, die Montanmaschine? Nee, ich hab die Handwerkerlampe da auch. Ach so. Ja, die macht schon, ja. Ja, jetzt wird die Stufe. Was ich an. Normal nenne ich keine Herstellernamen und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ich an der Phoenix so zu schätzen weiß. Oder was ich mag, ist das, die hat eine große Fokuspunkt, der Kreis der große, wo er den Nahbereich hell macht und dann der, wo in die Entfernung geht. Also gleichzeitig. Das ist hier optimal. Also Fakt ist, da hinten ist der Bachlauf. Da hinten, da in die ja. Und was noch ist, so jetzt immer nebliger, immer düsiger. Ja, wegen See. Und da oben ist immer noch Licht, das muss vom Saturn sein. Ja. Oder die Pogodomäne. Ja, das ist nämlich der Elektromarkt da oben. Ist das gestört, nebelig, du? Das ist schon wieder Spinnennetz. Ja, das ist ein Guck mal, was ist denn das? Das sind doch nicht so viele Spinnen, oder? Doch.
Gesehen habe ich kenne, aber ich habe das Spinnennetz, wo ich merke. Gut, wenn du im Sommer mit dem Rad durchheizen tust, dann merkst du es nicht so. So, Tobi, jetzt drehen wir rum. Ich sehe nichts mehr. Nee, war Spaß. Wir haben so viel Phoenix-Lampe und Licht. Wir könnten da hell machen wie im Stadion. Was? Ich hab da momentan die Burgholz. Ah, die groß? Ja, die vier. Die macht auch geiles Licht. Aber das ist nicht die Vollstelligkeit, ne? Also ich muss sagen, preis-leistungstechnisch und so, du machst die super Licht, ne? Das ist Stufe 4. Die Lichtfarbe ist auch geil, ne? Gut, aber zu hell kann ich ja auch nicht machen, weil dann sehe ich ja vom Nebel her nichts mehr. Das für die, viele Leute verstehen das nicht. Die sagen einfach, ah, nicht so hell, mehr Lume, mehr Lume. Das bringt ja nichts, dass du der Lume-King bist. Wenn du nichts siehst, wenn du nichts siehst, ne? Theoretisch müsste so allem geschaltet werden. Ohne. Ich kann wohl kurz einen Wechsel machen und kann nur die andere auch machen, die Klee. Die ganz Klee. Ich muss ja nur fast gucken, mal an, was die für einen Kegel hat. Also Lichtkegel ist groß, gell? Ja, 120 Grad. Leck mich am Arsch, 120 Grad. Deswegen wollte ich die auch haben. Und lange mal dran. Das ist gar nichts. 1200 Lumen hat sie aktuell. Das heißt, es kommt nicht nur auf die Lumen drauf an. Also so, guck mal. Für mich persönlich, ich sehe weit genug. Tobi. Was ist das für eine? Du, die Klee. Ah, Moment, das machen wir aus. Hast du die, also hast du die Hände, hast du die Dose in der Hand? Das ist die Vollstelligkeit. Wenn du mit dem Hund rausgehst, langt das. Ja, eigentlich schon. Oh, das geil. Und ich kann mir die andere ausmachen. So. Ah ne. Jetzt ist die andere ganz aus. Jetzt können wir da gucken. Das ist jetzt die Phoenix E01. Eigentlich keine Lampe, ne? Das ist eigentlich eine Schlüsselanhängerlampe. Die Phoenix E01. Ganz kleines Ding. Ich habe nicht immer. Tobi, kannst du mal kurz da drauf leuchten auf die Lampe? Dass die mal im YouTube-Video sehen. Ja genau, dass die mal sehen, was das für Lampe ist, wie klein die ist. Schon die mit zwei Fingern in der Hand. Gucken wir mal, wie klein die ist. Das kleine Dreckding da, Schlüsselanhängerlampe. Sonst ist es nichts. Die macht so ein Dreckslicht. Das ist ein, ich meine, in der Anleitung steht 100 Lume. Ich will jetzt nichts diskutieren und so, ne? Aber das ist. Im Internet geguckt, ja, stimmt, sind 100. Das kleine Dreckding macht so ein Licht. Das ist der Wahnsinn. Das habe ich so ganz ausgemacht. Schöne Katze im Dunkeln. Ist aber auch nicht schlimm, ne? Ist hier freundliches Schwarz. So ist nicht so schlimm, gell? Hier ist okay. So, jetzt habe ich wieder die. Das ist die. Was hast du gesagt, was der Bezeichnung die hat? Die da, wo du hast jetzt. Achso, das ist die Burkos. Burkos TD04. Ah, okay. Also ihr habt es gehört, was mein Kumpel für Taschenlampe im Moment benutzt. Und ich habe im Moment die Phoenix C7. Das ist eigentlich die Handwerkerlampe, also die, wo für Handwerker deklariert wird im Internet. Also die C7 habe ich jetzt auch. Das ist so meine Standardlampe, wo ich immer benutze. Ich habe noch dabei die PD40 V3. Mein Kumpel hat auch die PD40 noch dabei und ich habe dabei meine Stirnlampe, wo ich alles anhabe in letzter Zeit. Das ist die HM, lasst mich überlegen, dass ich nicht lüge, die HM65R. Das ist die Stirnlampe, die etwas größere mit dem Rotlicht dabei. Die habe ich auch noch. Die kann ich auch auf Distanz und auf Nahbereich umschalten, die Stirnlampe.
Ja, wie gesagt. Das ist so, ich habe auch noch die, wie heißt die Anna, wo ich habe die TK20UE. TK20RUE. Die habe ich auch noch in der Tasche. Allerdings habe ich die nicht ausgepackt, die habe ich noch original ingepackt. Ich habe die nur mitgenommen. Der Grund war der, ich wollte einfach die, weil die habe ich daher im Steh, weil ich die hier sammle. Ich sammle hier so ein bisschen so Taschenlampe und so. Und da habe ich die daher im Steh gehabt. Die war mir eigentlich zu schade, um zu nehmen, weil die hat dieses schöne Flecktarn in dem Beige. So beiger Farbton, Flecktarnmuster hat die drauf. Das ist auch professionell, die leuchtet ein bisschen länger, die TK. Die TK20RUE, die leuchtet ein bisschen länger, das ist so eine militärische Lampe von Phoenix. Das ist also so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen als meine Stammmarke etabliert, Phoenix. Wobei ich sagen muss, die, wo der Kollege hat, die Workos heißt die, genau, dass ich es nicht falsch sah, die ist auch saugut. Also ich dafür den Preis werde ich mir auch mal so in die hole. Ich wollte gerade sagen, für das Geld, selbst wenn die nur 2 Uhr erhält. Also für das Geld ist die wirklich top. Da gucken wir mal hin, was die Licht macht. Das ist jetzt die C7. Trotz Nebel und so, das siehst du alles. Das ist jetzt der Lichtkegel von der C7. Was ich jetzt mache. Du hast jetzt ein Lumen an. Das, da kommt nicht einmal die noch. Das finde ich auch sau gut. Der Ein-Lumen-Modus zum Lesen und so. Was mich ein bisschen kirre macht, ist der ganze Nebel und die ganze Spinnennetze hier auf dem Weg. Da war der Weg gestern ein bisschen besser, fand ich. Was heißt ein bisschen? Der war halt, das ist halt auch Neuland, ne? Wenn du irgendwo noch nie gelaufen bist und so, weißt du nicht, wo du hinkommst und was ist. Ist das schon eine Hausnummer, muss ich alle Weg wieder zurückfinden und so. Brauchst du guten Orientierungssinn im Dunkeln und so. Ich weiß auch nicht, wenn ich das Video zusammenschneide und lade es euch hoch und so. Es ist ja eigentlich nichts Spektakuläres, es sind uns hier nur Wanderer im Dunkeln und so. Ich meine, gefährlich ist das schon. Aber es sind hier nur, wie wir wandern und wie die Taschenlampe funktionieren, wie wir sie benutzen und so. Kann sogar gut sein, dass wenn ich das hochlade, dass ich nicht alles, was ich da oder mir da erzähle, drauf mache. Vielleicht mache ich auch Hintergrundmusik. Oder Stille Weiß. Da kommt der Gitarrenweg an. Ey, da finde ich aber die, was du da hast, noch besser, ne? Vom Licht. Also von der Helligkeit sind sie Phoenix auch gut, ne? Aber vom Licht ist irgendwie angenehmer, gell? Ich probiere jetzt das erste Mal wirklich aus. Ich bin jetzt auch noch nicht drüber urteilen, aber ich finde eine Kegel halt geil. Ja, das meine ich. Das ist ein riesen Lichtkegel. Also ich hätte gesagt, wir hätten keine Ahnung theoretisch, wo die nächste links geht. Ich weiß halt nicht, was da für Wald kommt, aber ich glaube, da kommt nicht mehr viel, da kommt dir dann die Schnellstraße. Na, wir sind noch nicht mal in der Nähe vom See. Ich glaube, da vorne müsste der See bald kommen. Ja? Also, theoretisch, ja, ich weiß es noch nicht ganz genau auf dem Kopf. Schau mal, wir müssen rechts abbiegen, zum See zu kommen. Nur geradeaus. Wirklich? Ja, nur geradeaus, mehr nicht. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Was mir halt hier gefällt, hier ist halt wirklich ruhig, weil hier kaum Wildfischfleisch ist. Ja, wenig. Also, wenn, dann wäre es wirklich Seltenheit eine Überraschung, ne? Ja, wäre echt Überraschung. Das Einzige, was mir Gedanken macht, ist der blöde Schwan, der hier rumgeholt. Weil der Geleit ist auch verheißt ohne Grund. Am See? Ja. Was machst du denn dann? Dann soll ich Kopf machen. Ja. Schon die Arbeiterlampe. Die ist extra der dickere Kopf für den Lehrling auf den Kopf zu schlagen. Die nehme ich dann. Wie du gesagt hast. Die nehme ich dann. Ja, aber ich wohin? Der Weg kenne ich, der geht hoch in die Dennisstraße. Ja. Vorne in die Dennisstraße geht der, wo der
wie heißt das Ding? Möbelfundgrube ist. Theoretisch könnte man dann hochgehen, könnte das ganze Industriegebiet zurücklaufen zum Auto. Wenn du willst, können wir das nur hier machen, hätten wir schon einen Rundgang gemacht. Also falls du Bock hast, nachts oder abends im Industriegebiet rumzulaufen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass so viel gerne Ofen rumhaut, guckst du. Ja, das kann man nicht sagen, ne? Also das Böse lauert überall. Ne? Wie mir andere Kumpels schon gesagt haben, selbst im Wald lauert das Böse. Die Gangsters, gell? Und du, ich mich nur irgendwo schüttle, du mein Messer aus meinem Socke ziehe und dann seitdem tragen ihre Weiber schwarz. Oh, was ein geiler Weg, den hätte ich auch mal gerne mehr. Wo geht's denn da lang? Auch Richtung Kumpel auf die andere Seite. Ja? Wenn du den Weg da runterlaufst, kommst du auf die andere Seite. Wenn du dann hochlaufst, kommst du da raus, wo es Kiosk ist. Ah ja. Vielleicht kommt hier der Schwan. Bitte nicht. Bitte nicht, nein. Weil der Ball ist, das will ich. Da hab ich gar keinen Bock drin. Ich, was wir nur aufpassen müssen, hier jetzt in der Nähe, kann es sein, dass Leute mit dem Hund unterwegs sind, dass wir halt nicht unbedingt den Hund weglasern. Ach so, ja, manchmal gehen die Leute mit dem Hund ja auch spazieren nachts. Für Lichtstrahler, da fängt das viel Feuer, wenn es anläuft. Natürlich. Das ist ja das, wer gute Taschenlampe benutzt und die er hat, der muss schon aufpassen. Ah, ein Doppel-P muss er machen. Da fliegt die Platte runter, da kann er gucken. Da gucken. Wir sind jetzt unterwegs, fast 22 Minuten seit dem Parkplatz, Tobi. Ich sehe es gerade eine Anzeige, weil ich schon nonstop schon aufnehme. Schon Video mache. 22 Minuten. Das ist echt anständig. Ich mache jetzt mal Licht, ich tue extra nicht rumschwenke, weil mein Kumpel muss gerade mal Doppel-P machen, eine Pinkelpause. Ich hätte ja keine mal rumschwenken, hätte ich keine mal im High-Kontrast aufnehmen wie der Pinkels. Nee, nicht, dass wenn das irgendjemand sieht, dass er von meinem monströse Gemisch Komplexe bekommt. Ah, ja, nee, das wäre nicht so gut gewesen. Nicht, dass es irgendwann mal heißt, hast du was auf dem Gewissen und du sagst dann, ja, der Dominik hat mich schon mal im Pinkel immer aufgenommen und da haben sich dann dort drauf hier, haben sich dann 10 Männer umgebracht, weil ihr Ding so klein war. Ich habe 10 Leute auf dem Gewissen. Nur weil ich mal gepinkelt habe, musste mal. Wenn man wie Ultimo hat, macht das ist, ne? Ja. Hallo, genau. Du ziehst das Bier. Also wenn der nächste Spann kommt, können wir uns da auch mal hinhocken, ne? Ich weiß nicht, ob die nächste Bank sogar, glaube ich, am See ist. Dann kommt der Schwan direkt angeschissen. Ja, der kommt nur, wenn du da Bier nicht getrunken hast. Und beißt du da nur dann, wenn du alkoholfreies Bier trinkst. Ja, aber du hast schon mit Alkohol. Oder Radler, oder alkoholfreies, ja. Radler. Wenn du mit dem alkoholfreien Radler kommst, freut dich der Schwan, ob du irgendwelche Probleme mit deinem, ja, hast. Dann will er dir Therapiestunden geben. Genau. Dann kriege ich Therapiestunde. Ich glaube, das muss raus gerade. Nee, jetzt tue ich da an den Ton weg, verpiepse. Piep! Dann muss ich nur hingucken. Guck mal, was das ein breiter Weg ist. Guck mal, ich das mal an. Guck mal, wenn du nicht mehr vorne läufst, guck mal an, was das ein Kreis macht. Ja. Das ist bekloppt. Eine kleine EDC-Lampe, ne? Der ist größer wie der Phoenix, wo ich da habe. Weiß ich nicht, nee. Doch. Oder? Doch, der ist breiter wie der Phoenix, komm ich so vor. Pass mal auf. Ich komme von dem Baum da ungefähr bis da an den Strauch. Ja, du kommst auch fast bis an den Strauch, oder? Du, ich habe es nicht genau geguckt, aber das müsst. Es kennt sogar Sinn, dass das Eckgräs ist. Ich glaube, die sind gleich groß. Ja, kann Sinn. Ich weiß nicht, müssen wir mal. Du müsstest mir mal die Lampe kommt nebeneinander lehnen, der Schmesser muss messen. Der ist kleiner, der du.
Ja? Ja gut, aber dann hat auch nichts zu bedeuten, weil dann hast du noch innen drin den Reflektor. Ja, der ist ziemlich groß bei der Lampe. Da kommt es drauf an, wie tief der Reflektor ist in das Ganze. Die LED ist genau hier unten. Oh. Ach so. Oh, schwenk mal rüber. Die ist da unten. Da gucken wir mal, was die Strahl macht. Da ist er schwer. Ich wollte gerade sagen, wenn es noch blau ist und rot, kann ich noch Star Wars spielen. Ich glaube, da unten. Ja, da unten ist schon Wasser. Der Schwan kommt. Er knüpft schon zu. Ja, gut, das ist Babysau, wenn die beißen. Was ist denn das? Ein Brunnen? Wirklich, ja. Ja, da ist schon das Wasser, das erste. So kann der gucken, das erste Wasser. Da ist schon ein Krokodil drin. Ja. Und hinten ist ein Auto gefahren. Wenn ich richtig gesehen habe. Ja, wir sind irgendwie weit vom Schluss weg. Da oben, da in die Richtung, da wo ich jetzt hier so wackel, da, das ist schon die Autobahn. Okay. Also gehen wir dann wieder da hoch, auf den Wegen laufen noch da nun weiter. Ja, dann kommen wir irgendwann nach Kiosk und Richtung Parkplatz. Wenn du da weiterlaufen willst, kommst du oben bei der Siemens-Schuhmarke raus. Ah ja, das können wir machen. Aber ich weiß nicht, ob wir dann die normalen Stroß zurücklaufen sollen oder lieber den Wald. Ja, ne? Lieber wieder durch den Wald, sind wir wesentlich schneller. Dann überlegen wir, wir laufen dann im Dunkeln auf den Globusparkplatz. Wenn so einer mit dem Auto nicht sieht, macht dann platt. Wo Menschen? Also wenn wir dann von oben den Globusparkplatz runterlaufen. Ach so. Dann kommt einer mit dem Auto hochgeschossen, da reingeschossen. Das ist nicht, der macht es platt. Ja. Ich hab Bock mal in der Zeitung zu stehen. Ja, nee, das habe ich auch nicht. Also ich bin für preis-leistungstechnisch von der Lampe echt überzeugt, ey. Ja. Also für deine Preis, ich finde, die macht auch schönes Licht. Da ging es ja darum, dass es neutral ist, dass es weich ist. Ja, es ist nicht so grünstichig. Das finde ich auch cool. Dass das so. Das hat jo, die andere Hände das jo nicht, ne? Ganz ehrlich, wenn du sie länger benutzt, stirbt sie nicht. Das merkst du nur, wenn ich sie jetzt zum Beispiel wegmache. Ja. Aber dann, selbst dann stirbt sie nicht. Da oben ist auch noch ein Licht. Da oben. Jetzt ist der Klee nicht in die Hose packen, ich bin halt mit dabei. Wo ist denn der Klee? Okay. Ah, er wollte gar nicht erst mit. Nee, der wollte überhaupt gar nicht mit. Seit gestern hat er kein Licht mehr bei. Er muss sich davon erholen, laut seiner Aussage. Wirklich? Ja. Okay. Alle habt es gut. Ja, dann soll er sich erholen. Muss sich von der Natur erholen. So, da können wir mal gucken. Das ist immer noch die C-Sippe, was ich anhabe. Und mein Kollege hat die Wurkos an. Immer noch. Die Wurstsuppe. Aber man muss dazu sagen, auf Stufe 2 oder selbst Stufe 3, da halten die ja ewig. Das ist so gestört, das muss ich ja mal geben. Was? Das wollte ich schon gucken. Du kannst nicht mal nicht beleuchten. Da ist so viel Nebel. Ja. Gefühlt sehe ich 3 Meter was, dann ist Schluss. Ja, da waren Leute. Ja. Auf der anderen Seite aber, oder? Sollen wir mal gucken? Jetzt will man den Kenner rumdrehen, wenn du das willst.
Oder weiß ich nie, was die. Ich guck, dass mit dem Leib nicht auch leuchten. Muss halt, weiß ich halt nie, was die für Absichten haben, die Leute. Und aus welchem Grund die da sind. Also wenn Musik läuft, dann lieber schon chill. So, gehen wir hoch. Könnt gehen, oder? Das hatten wir gestern schon, wo einer im Wald geschossen hat, wo wir nicht alle waren. Ja. Deswegen bin ich schon immer so ein bisschen leicht paranoid. Aber nur leicht. Ich denke halt immer zu viel. Aber manchmal muss... Oder Bisamratte. Ja, die hast du hauptsächlich am Holzpfad. Ja, das sind nicht so viel, gell? Ja. Oh, da leuchtet jemand. Hast du gesehen, da hat jemand geblitzt. Ja, genau vor uns. Jetzt gucken wir mal, wer da ist. Ja, nicht in die Leute drauf leuchten. Nee, machen wir nicht. Wir machen bestimmt Seeparty. Seewild. Seewog-Party, gell? Ja, jetzt ist ein offizieller Weg. Das kann man auch sehen im Licht. Aber wenn du so weiterlaufst, kommst du hoch an den Parkplatz. Vom Vorle, ne? Ja. Ich meine, das Video ist jetzt sehr spektakulär, gell? Wenn wir klicken haben, dann habe ich sogar auf dem Video, wie der geblitzt hat. Hat jemand dasselbe gestörte Hobby? Ein gutes Zeichen, wenn die vorlaufen, die haben niemand das ganze Bild viel zerstört. Wenn die gebissen. Vom Schwan. Ja. Theo, praktisch, Rettich, ja. Was mich auch mal interessiert, aber da bei mir keine Chance haben. Ich hätte gerne mal von Phoenix so auf Lude. Da gibt es eine Flute, habe ich gesehen. Er soll ja angeblich einen Kilometer weit fluten. Ach du Scheiße. So, wenn du so ein Ding mal hättest, oder mal in die Finger kriegst, dann könnte ich es mal ausgiebig testen und ein Video drüber machen. Das wäre mal geil. Wenn du mit der Wald läufst, sieht aus, als wenn du mit dem Auto fahrst. Mit dem Fluten? Ja. Aber locker. Der stellt der Autoscheinwerfer schon längst in den Schatten. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, so Fluter ist schon geil, wenn du so einen hättest. Aber du musst dir bewusst sein, dass der viel größer ist. Ja, klar. Der kann ich nicht so leicht einfach mal in die Hose da stecken und wegrennen oder sonst was machen. Die zählt ja eigentlich auch noch als EDC, ne? Ja. Obwohl die so Helm macht. Ah ja? Ja, ist ja in Ordnung. So, und jetzt geht's hoch zum Parkplatz. Du hast die Kurve, du gehst zu der Wirtschaft, gell? Ja, das heißt Wirtschaft. Wir können aber auch noch an der Blechhammer laufen. Ja, wenn du Bock hast. Ja, da haben wir aber richtig große runter, ne? Ja, oder wir laufen an der anderen Seite zurück und laufen nochmal, aber dann müssen wir ja das dann noch weiter, oder? Richtung Sichelbach. Ja, das zieht sich wie Sau. Guck mal da, jetzt haben wir schon die Aussicht auf den See von da. Ja. Naja, das halt nicht, das ist wie Sau. Oh, ich hab das Wein nicht gesehen, war ein Loch. Kann es sein, dass man es in der Kamera sieht?
Ja, die waren, werden die von Dora von der anderen Seite geleuchtet. Ich könnte sogar jetzt die Kopflampe machen. Moment. Ja, ich habe gerade die Kopflampe und ich sehe den Nebel direkt vor meinem Auge. Komplett dunkel. Warte mal. Voll geil. Was der Nebel hat, der See, ne? Geil. Ich weiß nicht, kann man, glaube ich, in der Kamera kann man es nicht so sehen. Oh oh, Tobi. Wenn du gerade reingeguckt, schon du voll das Spinnennetz am Arm. Gell, du siehst nicht, ob da was krabbelt. Du an dem Arm. Nee, oder? Nö. Nein. Ja, gut. Nein, an der Tasche auch nicht, weil ich ihn auch ganz gerne an der Tasche spinne. Kapuze auch nicht, andere Arm nicht. Sehr gut. Arm nicht, Hosebund nicht. Hosebeine. Nein, Moment. Ich glaub nicht. Hosebeine, Rückseite, nichts. Nein, gar nichts. Gut. Ich weiß nur, dass du die Wirtschaft bist. Du kennst ja Gucke. Du hast die Wirtschaft, sieh das im Video. Du hast auch schon geknackt, vielleicht hocken du Wille. Kann gut sein. Kann man ja im Dunkeln draus hocken und ein bisschen chillen. Natürlich, ist das auch gediesen. Die Natur genießen. Ich will halt nur niemanden blenden, deswegen halte ich das so ein bisschen nur ohne. Ich auch nicht. Ich war immer an einem Aussichtspunkt bin ich gefahren mit dem Vater und dann haben wir auch die Taschenlampe angemacht und hingelaufen und haben gedacht, du isst keiner, dann haben die Welle gehockt und die haben das aber mit Humor genommen. Da hat er eh gesagt, ey, wo haben die denn die Taschenlampe her? Die sind ja sauhell. Und dann haben wir auch da gestanden, haben geguckt und gemacht, das war saure Tische. Genau, da machen wir jetzt mal rascht. Ich mache mal so unterhalb ein bisschen Licht, dass wir ungefähr sehen, da hocken wir jetzt. Und machen rascht. Da ist nämlich auch schon der ganze Weg doof. Da geht's hoch und da hinten geht's zum Abenteuerspielplatz. Das reinste Paradies für die Kinder. Ich mache euch schon mal kleine Karten, trinke auch mal was. Cheers. So, du kennst ja sie, ich habe auch das Rotlicht auf und die Stirnlampe. Ja, das hat man trotzdem gesehen. Ah, mit der Taschenlampe. Das Rotlicht ist halt so, je nachdem wie man die Stirnlampe eingestellt hat, schaffst du ein bisschen auf dem Nahbereich. Ja, du in der Wirtschaft, ja, du hast viel mit Kameras. Sieh, da oben am Baum sind Kameras. Wo? So, die Richtung durch. So lang. Ja, mir ist egal. Also wenn wir nicht mit Klingele gehen, bei meinem Bruder, gehen wir da lang. Ich glaube, der hat sich daheim verbarrikadiert, der hat mir Messer erwartet. Du siehst es. So, let's go. Zweite Runde. Die Kamera ist hier nur ohne geschwenkt. Und ab geht's.
Okay, let's go. Jetzt wird der Body immer nasser, jetzt müssen wir da hoch. Ja, das ist halt so, da ist halt das Wasser. Das Wasser vom See. Komm, der Schwan. Was? Nee. Oh, wei, kommen sie. Oh, wow, wow, wow. Da muss ich hinten hingucken, wo wir herkommen. Wo kommt ihr denn her? Wie die Polizei letzte Woche end. Am Flugplatz, am Militärflugplatz, die Polizei. Aber der war schwer in Ordnung, der Polizist. Das hast du gemerkt. Wo er so gesagt hat, was machen Sie da? So ganz höflich und vornehm so. Das. Ja, die Jungen, die wollen hier noch Karriere, die sind hier wirklich karrieregeil. Ich weiß, wie die mich damals auch gehalten haben, also das heißt damals, die haben mich vorletzte Woche war es, wie die mich so rausgezogen und angehalten haben, das waren nur junge Polizisten. Und ich muss ganz ehrlich, muss ich euch sagen, die waren noch karrieregeil. Der wollte mir sogar 60 Euro abknüpfen, weil ich die Plane nicht zugehört habe. Wenn das so leuchtet, ne, ist es einfach nur schwarz. Ja. Krass. Ja, ja. Also der Weg, da kenne ich, da bin ich schon mit dem Fahrrad gefahren, mit dem Dennis. Ja, das ist ganz angenehm, du laufst auch gerne mit dem Hund. Du oder beim Vorläufer. Das ist wirklich super. Blechhammer. Ja, ich hab's gewusst, was du meinst. Wahrscheinlich ist so jemand nachts im Dunkeln um den Vorräder gelaufen. Oder gleich springt einer vor uns raus, wo nichts Ohr hat und du den Propeller machen. Bitte nicht. Der kann noch so schnell, noch so groß sein, ich will ihn echt nicht sehen. Der Propeller? Ja. Wie war das bei dem Lied? Der Propeller immer schneller, 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 schneller. Der Propeller, Peller, Peller, Peller. Das war doch beim Honk, oder wie das Lied geheißen hat. Das ist vom Rufschrauber, das Lied, oh. Ich weiß es echt nicht. Ich muss es mal auch machen. Im Auto mache ich es mal auch. Ich habe es auch nicht so mit dem Namen, weil ich kenne so viele Lieder und habe so viele CDs, wo ich sammle. Das sind echt Lieder dabei, ich kann mir die Namen manchmal nicht merken, ne. Aber das, da gibt es ja auch schon kuriose Dinge. Muss ich dir sagen. Ey, wenn du mal überlegst, Tobi, wir können nächste Woche am Freitag was machen, wir haben einen Feiertag, ne? Ja. Es ist nichts geplant, also bei mir immer. Bei mir auch. Das heißt, ich könnte sogar die Anna froh, ob die am Feiertag was macht. Eigentlich glaube ich es eher nicht. Ey, da könnte man ja wirklich mal so welche nachts oder über da irgendwo hinfahren oder was machen. Das, was die mir da erzählt hat von der Tour da in Homburg, das hätte mir auch gefallen. Das sind auch so ein paar verlassene Sachen auf der Tour. So alter Garde und so Gedöns, ne? Und mir auch ein Schild. Naturdenkmal Vogelburg. Ja. Fläche mit. Jetzt kann ich es erst wieder lesen. Verlandungszone. Fläche 7,5 Hektar. Kaiserslautern 1990 Stadtverwaltung Landespflegebehörde. Ja. Ich muss mir mal angeboten, mal Brille aufzuführen, dann kann ich das lesen. Ah, gell, du hast ja eine Lesebrille. Nee, ich habe allgemeine Brille. Okay. Aber hast du nie auch, gell? Nee, die Leute haben, du siehst am besten drin. Ja. Stimmt. Die ist so gut, die Brille, mit der Brille kannst du ein bisschen nur heim gucken. Richtig.
100 Meter Weg. Wo? Hier. Ist sie jetzt weg? Ja. Das wäre ich sie. Ich habe die Weih nicht gesehen, ne? Deswegen habe ich die ganze Zeit im Gesicht und am Arm hängen. Ja, das war scheiße. Das sind so helle Lichter, wenn ich jetzt wieder aus dem Wald komme, muss ich das Maul wegen Wurzeln nehmen. Ja, du brauchst halt die Lampe, aber die Stirnlampe macht den ganzen Nebel sichtbar vor der Aue. Das ist ja auch nichts, ne? Disco. Disco Pogo. Hey, jetzt geht's ab. Wir ficken die ganze Nacht. Oh, das hat gar nicht so laut gemacht. Ja. Das geht ab. Da war der. Die Biese am Rad. Die Biese am Rad. Habe ich auch nie fotografiert da hinten. Da müssen wir aufpassen. Also ich möchte auch nicht, dass so Annie mich beißt, ne? Ja, kriegst du alles außer Schnuppen und Husten. Ja. Dann krieg ich wirklich alles. Also wie gesagt, wenn ihr Spaß an so Lampe habt und so, ihr könnt auch da gern, die ganze Community kann gern da, was auf da kommt, Wurzeln. Also die ganze Community, die ganze Freunde vom Kanal, von unseren Kanälen und so, die können gern da in die Kommentare schreiben. Ich mache dann ein extra Video, wenn es nur um bestimmt die Lampe geht. Oder falls der Hersteller von unserer Lampe, dass du siehst das Video und so. Und ich tue auch gerne Frage beantworten, für was wir die Lampe benutzen. Meistens benutze ich so, wenn ich mal Arsch bin, wenn ich im Klo. Nee, genau, ja, er muss ja gucken, wie sein Arsch positioniert ist, dass wenn er eine Kackersche macht, eine Trickersche. Aber meistens ist es ja so, ich benutze die Lampe meistens dann, wenn unser Fußballverein spielt, dass die Stadionbeleuchtung richtig hell ist. Weil die haben nicht so viel Geld und du ist halt manchmal das Licht aus. Die Stadt braucht ein bisschen Kohle. Ja, die Stadt braucht nämlich ein bisschen Kohle und dann versuchen die Strom zu sparen und die anderen treffen es da nicht. Und dann muss ich alles die Phoenix-Lampe auch machen, weil die doch so schön hell sind, dass die Fußballer sehen, ah, da muss ich schießen. Aber jetzt muss Spaß was sein, ne? Also ich finde die Lampe sind allgemein. Jetzt, ob ich jetzt der andere Hersteller oder der Phoenix-Hersteller nehmen würde, die sind beide. Phoenix und Burg kostet, das gibt sich nichts. Nicht viel, ne? Nur preislich mehr. Preislich, ja, das muss ich auch sagen. Da gibt sich schon preislich was, aber von der Lichtausbeute nicht viel, ne? Null. Das ist faktisch dasselbe, ne? Preisleistungsverhältnis ist absolut top. Ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin von beiden Herstellern bin ich sehr positiv überrascht. Ja, ich möchte Phoenix nicht messen und ich möchte Burkos nicht messen, bin ich ganz ehrlich. Ja, die haben ja beide ihre Daseinsberechtigung. Korrekt. Wobei dieser Nightcore und Olight und diese alle heißen, die kannst du ja die nur leichter, wenn du 6 am Lotto hast. Ja, Nightcore, Olight, die kosten halt andermal, ich glaube sogar nochmal ein Stück mehr wie die Phoenix. Da habe ich halt keine Erfahrung damit. Ich weiß nur, ich habe mal gelesen, bei der Olight gibt es die Warrior 3 und die soll wohl so Sensor drin haben, dass die Ketiere und Menschen blendet. Du regelst die ab. Aber das ist schon clever gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann das nicht beurteilen. Ich will auch kein Urteil darüber fällen, weil ich habe so Lampen nicht. Ich bin, wenn ich so ein Video mache und sage, ich habe die Phoenix C7 dabei oder die PD40 oder sonst was, dann ist das eine ehrliche Meinung, wo ich da mache und ein ehrliches Video. Ich will aber nicht über irgendwas urteilen, was ich nicht besitze und wo ich auch nicht testen kann. Mein Kollege schlägt da rum. Das ist echt nicht normal. Er hat eine Lampe, wo 2000 Lumen macht und flieht über jede Wetzeldrippe. Momentan läuft es nur 4000. Und vor allen Dingen, momentan müssen wir uns orientieren, oder? Ah, okay. Sehr gut. Solange wir im Wald sind, ist doch alles bestens. So, so ein Kreuz auf dem Baum. Mal zurückschwenken. Ja, das passt. Den Wald da kenne ich. Da komme ich hin, Richtung Autobahn, komme ich an die Hütte. Ja, und wo ich auch da hin, da ist der Kackedom mit den. Ach, wir hier. Ach, wie ist das nochmal mit der alten Prozessionsspinne? Ach so, diese Raupe. Das ist doch Pfanne irgendwo.
Da müssen wir aufpassen. Ja, aber das ist schon vorbei. Oh. Ja, ich schwöre, wenn es kalt ist, kommen die auch nicht. Ja. Haben die auch keinen Bock drauf. Gell, wir kennen uns schon seit, warte mal, seit der 6. Klasse, oder? Das kommt hier, seitdem die damals die Werkgruppe zusammengeschmissen haben. Genau. Also es sind schon ein paar Jahre, ne? Ich habe jetzt nicht gezählt, aber es sind einige Jahre schon. Das müsste sein seit 1999-2000. Ja, sowas. Ja. So, sowas in dem Dreh. Seit 1999-2000 kennen wir uns schon. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie, wenn wir also, denk schon wieder, ich bin. Auf jeden Fall, das ist ein Haufen Wetzel, aber irgendwie, wir kennen uns schon so lange und irgendwie tun wir uns immer irgendwie, wenn wir weggehen, ergänzen. Ne? Also ich muss aber auch dazu sagen, es ist aber auch so oftmals, wir haben so oftmals dieselbe Interesse. Da gibt es das nicht irgendwie, ach so, mit der anderen, wo mit der Gruppe also mal mit uns weggehen, da gibt es das nicht, dass der eine sagt, ey, ich mache jetzt das und der andere macht was ganz anderes. Wir gehen immer, wenn wir weggehen, in einer Gruppe weg und immer miteinander und da haben wir immer dasselbe Ziel vor Auge. Oder hinter Auge, wenn er kommt. Das ist immer so. Was ich auch cool fand, wo ich noch mal gern hinging, an diese, welche, an diese, wo war das noch irgendwo, Richtung Neustadt, an diese Gardehäuschen da im Wald. Ah, ja, das war Richtung Landau. Ja, da waren wir doch eh mal, wir zwei. Ich weiß noch, wo es ist. Dort hinten, welche, in Weidental, oder wie hat das geheißen? Ich weiß nicht mehr genau, ob das Kaff so geheißen hat, aber es war hinten im Wald, waren die versteckelt. Das Kaff ist so abgeschnitten von der Außenwelt, dass uns die Eingeborenen dort irgendwie im Gespräch gedrückt haben. Ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Auf jeden Fall von dem Ding, da hat sie so ey, Punkt gehabt, da hast du keine rübergucke über das Tal auf die andere Seite. Und da war so geile, ich sag mal so geiles Feld, so Rasenfeld. Da, ich wäre da gerne mal hingewandert, aber ich habe bis heute noch keine Zeit gehabt, um zu gucken, wie ich da hinkomme. Gut, wir haben ja tausend andere Sachen im Kopf, ne? Wenn ich so mal überlege, ich habe jetzt noch locker, hätte ich jetzt, wenn ich Zeit hätte und wollte, könnte ich noch 3 Videos machen, Lost Place Videos. Ich habe schon das komplette Material daheim. Aktuell reizt mich Lost Place eigentlich gar nicht. Ja, ne, ich müsste es hier noch nicht einmal machen. Ich habe es hier schon aufgenommen. Ist noch Material vorhanden, also. Für 3 Videos reicht es noch. Oh weh, dann mache ich jetzt in dem aktuellen Video, wenn es hochlädt, aber voll hässliches Spoiler. Ja. Das ist auch ein Spoiler. Ist jo, ja so indirekt, ist als Spoiler drin. Wenn ich das live lustig sprache und so, es ist als Spoiler drin. Ja, scheiß Spinnennetze. Hast du da ein Ding drum, Handschlauf? Ja, das ist aber nur so gemacht. Ja, das ist gut. Ja, solange es nicht immer Jagd flieht. Oh, der Weg wird immer enger. Kennst du deinen Weg, du? Ja, da vorne kommt gleich die Waldschule. Und da vorne ist doch was, oder? Da steht doch was. Ja, das ist die Waldschule. Da kommt gleich in die Kinder. Da gehen wir mal hin. Die Waldschule. Ja? Hat er gesagt? Ja. Der Fuchs, der Baum und was nicht sie. Der Lux. Der Lux haben wir auf dem Bild gemacht. Ich habe von dem nur ein Bild gemacht. Mit dem ganz alten Altglas, 200 mm vom Lux.
Ich weiß nicht warum, aber das Altglas hat es geschafft, das Bild vom Luchs zu machen, ohne den Zaun dazwischen zu haben. Was ich nicht verstehe, nicht ganz, aber... Okay, das ist geil. Ja, und das ist wirklich geil gewesen, ne? Und der war astrein scharf drauf, ne? Auf der Kamera habe ich noch gedacht, ach Gott, ist der scheiße fotografiert, der ist total unscharf. Ja, das hat getäuscht. Und auf dem PC war der total scharf drauf, ne? Die ganze Umrisse, das Fell, alles gesehen hast du. Mich hat es noch gewundert, dass der den Zaun nicht sieht. Das hat er komplett weggeblendet irgendwie. Aber das sind bei Altglas erlebst du manchmal da Sachen, ne? Ich bin mal gespannt, wie lange das Video geht. Ich habe jetzt schon vorhin eine halbe Stunde aufgenommen fast. Ich glaube, bis wir jetzt zurückgelaufen sind, da geht es auch nur noch geradeaus, glaube ich, verheben, gell? Hauptsächlich, du wirst auch noch eine halbe Stunde gehen. Oder 20 Minuten, sag ich mal noch. Wir können ja noch woanders davon, du aus wie geh, ich hab Zeit. Ja, ich war Zeit. Meine Frau schafft nicht. Ich darf es nicht so laut sagen, wenn die sich das Video angucken. Von meiner Familie und so, dann gibt's gleich wieder. Was hab ich denn wieder gemacht nachts? Weißt, dann geht's wieder ab, ne? Ja, hab keine anderen Hobbys, als in den Wald zu gehen. Genau, hast du keine anderen Hobbys. Dann hältst du dann gleich wieder meins. Was ist denn du schon wieder los? Wo warst du denn du? Du lässt das den Wald eher mit zwei Sachen noch mehr. Ja. Ja, genau so. Und dann gehe ich hier und dann drücke ich den Knopf von meiner Alarmanlage und dann heißt es bloß, verlassen Sie sofort den Gefahrenbereich. Verlassen Sie sofort den Gefahrenbereich oder wird Gas freigesetzt. Genau, Gas wird freigesetzt. Ja, wir könnten hier mal wirklich so ein bisschen Spoiler und so Video machen mit dem Führer. Ein Film. Aber wenn wir den machen, der kommt ein falscher Hälse und alles, sperren sie uns YouTube-Kanal und Co., ne? Heute ist nur alles viel zu politisch korrekt. Ja. Dann tun sie uns politisch gesehen die YouTube-Kanal sperren. Ja, nicht nur politisch gesehen, sondern nur die Guidelines, ja. Aber... Ich habe eine Gründe, warum ich ihn seit Ewigkeiten nicht mehr hochgeladen. Ja, da, in dem Teil hast du ja recht. Es ist wirklich so, du bist gefickt, wenn da was rauskommt oder wenn du da Scheiße baust. Immer falsch was gesagt, immer falsche politische Meinung, immer dumm geflucht, das ist das Wort Scheiße oder Fuck. Und schon ist der Kanal gesperrt. Ja. Das sind alle Ewigkeiten oder du bist monetarisiert und kannst keine Werbung schalten. Wenn du keine Werbung schalte, kannst du mich auch gefickt. Ja. Aber dass mir hauptsächlich bei meinem YouTube-Kanal um ein persönliches Videoarchiv geht, ist mir egal. Ja, da hast du ja recht. Es sind ja viele, wo ich erkenne, die nutzen YouTube als Videoarchiv. Korrekt, ich habe auch mal Urlaubsvideo hochgeladen, allerdings als privat. Ich habe es hochgeladen, ich glaube sogar als öffentlich. Nee, das habe ich nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt nicht in meinem Urlaubsvideo jetzt die Familie aufgenommen, wie sie nackt am Strand FKK macht oder so. Da machst du ja den ganzen Tag lang FKK, da bist du ja immer nachgestreifend. Im Osten? Da gehst du schön in die Stadt rein und hast schon keine Fuchs mehr an am Arsch hängen. Du weißt schon, dass ich das Mikrofon da drauf habe, ne? Das nimmt es erst rein auf, ne? Sind wir hier im Osten oder was? Da drüben ja, hier drüben nein. Da drüben ja. Das ist... Du. Wir kennt selbst wenn ich dich nicht mit auf dem Video habe oder auf dem Film. Ich kennt mein Kollege direkt mit inbauen, ne, als Synchronsprecher. Du kennst mehrere Charaktere, kennst du nachvertonen im Video. Das ist brutal. Aber es ist auch sau cool, wenn mir hier so Lava geht und so. Gell? Man hört nur die scheiß Autobahn da oben und da sind das Bett. Ey, aber ich sag mal so, ne? Trotzdem wir hier vorhin die Taschenlampe gesehen haben, ich kann doch nicht mal sagen, ob die auf dem Video ersichtlich war, ne? Auf meinem Gimbal, aber... Die waren auf jeden Fall drüben auf der anderen Seite. Die haben uns nur signalisiert, dass die da laufen, wenn sie kurz geblitzt hatten. Ja, dass diejenigen, dass wir wissen, da ist jemand. Ja. Und uns nicht erschrecken. Vielleicht haben sie andere Hunde bei gehabt. Was man ja nicht weiß. Guck, wie hell das Ding ist, ne? Disco
Pogo, Dingelingeling. Ja, wirklich Schlaganfall. Da habe ich, das schicke ich dir mal noch, da habe ich einen Link gefunden. Da hat einer auf die Phoenix-Taschenlampe ein Blatt drauf gemacht mit zwei Streichhölzer. Auf vollste Stufe, ne? Und er hat es hat richtig Feierchen gemacht, ne? Ja, ja, meine ist auch schon warm. Also so handwarm, ne? Aber es wärmt gerade schön die Finger. Das hat einen riesen Vorteil, ne? Ich habe hier, wie ich in diesem Stolle da drin war, mit dem Michel, war ich schon bald über 2 Stunden über der, in der Uferlagerung da drin. Da hatte ich jeden Blickwinkel auch geguckt, alles. Tobi, ich habe alles gesehen, ich habe jedes Eck gesehen in der Uferlagerung, jedes Stockwerk, ne? Ja, das war gestört, ne? Aber wie ich schon drin war, da habe ich schon die Taschenlampe voll die Stufe gemacht, dass ich auch was sehe in der Entfernung, ob jemand drin ist. Und da waren hier 5 andere Leute drin. Und das Gestörte war, die hat dann runtergeregelt bis auf Stufe 3 und ist dann auch geblieben. Ja, wenn du die Leute eine volle Pulle anstrahlst, ey, da gibt es Netzhautflöte. Ja, ja. Da fangen sie an und tun sich mit Sonnenmilch einreiben. Daneben, du kommst mit so einer Taschenlampe, da leuchtet irgendwo hin in so Höhlen, hocken irgendwelche Vampire drin, kommt der direkt Staub schon entgegen. Ja. Puff, Dracula weg. Ja, sicher. Das ist ja das. Du kommst schon wieder das nächste Blatt runter. Ab und zu kommt ein Blatt Barbier runter. Vom Baum. Müssen wir nur mal gucken, da vorne, wo es Richtung Ausgang geht. Da hat dir die Spindel in der Luft geguckt, dass ich die nicht erwische, oder dass du die nicht erwischst. Ja, nee, da hab ich gar keinen Bock drauf. Ja. Ich auch nicht. Das wäre irgend so eine Waldkreuzspinne oder irgend sowas. Ich muss jetzt nicht unbedingt irgendein Haustier mit reinnehmen. Nee. Da, Naturschutzgebiet. Und du siehst es an, die Kleidung, ich habe immer noch das Rotlicht da. Bei meinem Kumpel sieht er schön die reflektierende Striche rot leuchten. Also der hat keine Tollwut, aber der hat die Schiss. Nein, auch noch nicht, gell, noch nicht einmal. Das war nur der Vorbote. Das waren die Bierfetz. Ah, die Bierfetz. Jo, vom Bierchen. Ist das nicht geil, das Geräusch? Hör mal. Theoretisch, wenn jetzt wenn wir eine dritte Person dabei hätte, wo uns zwei aufnimmt, wie wir durch den Schwald laufen mit einer Lampe. Weißt du, so von Ferne und so, dann könnte man auch so zum Beispiel so Marschmusik inblenden. Nee. Wie heißt der Bad Weiher Marsch? Ja, oder wie der heißt. So Marschmusik, weißt du, so Bloßmusik und so gedöns. So ein Video. Wie die da. Der in der Ferne gehockt. Da gucken, da ist nochmal Spinnen. Warte, ich geh mal näher drauf, ja, ich fange das Spinnennetz in und nehm's mit. Ja. Ganz weiß ich, wenn ich jetzt mit dem Licht weggehe, werde ich die nächsten 2 Stunden nichts mehr sehen. Ja. Sofern die Spinne Aue hat, sieht sie da nichts mehr. Weil ja, du trägst ja nichts mehr, Alter. Oder die hat jetzt für die nächsten 6 Tage Sonnenbrand. Ich habe schon wieder das Spinnennetz gemerkt am Kopf. Ihr dreckige Wichser. Die Viecher da, ey. Die kosten mich noch mal letzter Nerv. Wo war eigentlich der Spahn? Ja, der ist fettgeflohen. Der macht Sommerurlaub am Schloss Neuschwanstein. Kann gut sein. Möglich, oder? Überleg mal, laufst du und erhalst dich doof. Irgendwo kommt so dicke so Waldvogelspinne oder. Ja, gibt's hier nicht. So Waldkreuzspinnen, sag ich jetzt mal, kommt dann da runter und du hast es in die Fresshocke. Ja, bin ich nicht. Drecksviecher. Ich habe mal auf der ganzen Schau habe ich mal in ihrem Kopfhocke gehabt. Was? Also die Spinnen. Da hat in einen Baum gehoppt und die hat sich abgesagt und hast gedacht, ach, du kommst mir gerade recht. Wirklich? Scheiß Spinne auf dem Kopfhocke gehabt, ja. Und da hat sie sich keiner getraut, runter zu machen. Nee, ich habe sie selber runter gemacht. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe es nur weggeschlingelt. Okay. Ja, ich bin schon mal mit dem Auto gefahren, da hatte Gesell, wo ich unterwegs war, es war damals in der Ausbildung, hat auch eine Spinne, es war ein Kreuzspinne, so Dicky, hat bei ihm, ob er an der Sonnenblende gehockt im Auto. Und er hat auch nur so mit den Fingern gemacht, geh weg du, ich will fahren, lass mich da fahren. Ja, kaputt gemacht habe ich sie auch nicht. Der hat sie auch nicht kaputt gemacht.
Der hat nur gesagt, geh weg. Und hat dann so, weißt du, hat sie so nicht weggeschleudert, aber so weggedrückt. Und hat gesagt, geh nicht mehr zum Hassler. Weißt du, und hat dann gesagt, ich soll zu mir gehen, geh zum Dominik. Ne? Ja. So auf die Art. Ne? Und ich habe dann da gehockt. Ich habe hier keine Angst, aber ich habe vor so dicke Spinnen habe ich Respekt. Ja, das ist ja sau pervers. Ja, ich finde die eklig. Du, habe ich gemeint, du hättest so gehungen an dem Arsch. Oder? Nee, das war drüber. Auf der anderen Seite, den Weg laufen wir gar nicht. Doch, laufen wir schon, doch. Dauert aber noch. Gell, es dauert noch, da kommt es zur Ferne noch. Ah ja. Das Bier trinkt wieder. Da gucken wir uns die Natur an. Oh, weil Pieps wieder mal Brötchen geben. Oh, wow, wow. Vielleicht mal hoch. Was da hohe Bäume sind. Das ist der Wahnsinn. Der Oberbörner. Nee, Spaß beiseite. Also, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, wir sind jetzt 27 Minuten unterwegs seit dem Kaffee, wo wir Glenny Rascht gemacht haben. Ja. 27 Minuten seitdem, weil ich habe hier einen kleinen Cut gemacht. Einen kleinen Cut habe ich gemacht und habe dort auch angefangen aufzunehmen wieder. Und Action. Die Filmklappe zugeschlagen und los geht's. Weiter geht's. Wenn ich das Uncut als Audio hochladen würde, ich ehrlich gesagt sogar Podcast. Brauchst du gar kein Video. Ja, theoretisch. Die drei Fragezeichen oder die drei Nullen oder wie das geheißen hat, gell? Keine Ahnung. Ich hab's hier TKK, die Audiokassette da. TKKG. Welche Matrix? Ey, weißt du, was ich mach? Ich kann hier da unten das Ding, den Fuß abschrauben am Gimbal, ne? Ich geh hier, schraub den Fuß ab. Und mach mir da ein Ding drauf, Rohrschell, dass ich die Taschenlampe hinhängen kann. Das wäre eigentlich noch nicht mal so eine schlechte Idee. Ne, das ist eine saugeile Idee. Kleine Rohrschell, dann hast du unten die Taschenlampe, und noch Ferne leuchtet, hast du immer Licht und kannst gleichzeitig aufnehmen. Ich muss mal gucken, ob ich die Taschenlampe so Rohrschell kriege zum Inklicksen. Mit dem Taschenmesser. Das wäre ja mal so eine Anregung an die Taschenlampehersteller, dass sie sowas anbieten, wo man an der Stativ schrauben kann. Ganz ehrlich, alle schon ein Clip fürs Fahrrad wäre geil, weil immer da so ein helles Licht am Fahrrad. Ja, gibt's bei Phoenix. Also ein Clip nicht, aber es gibt so komplett die Lampe, wo so Halterung draus für ans Fahrrad. Nur quasi, wenn du da mit fahrst, wenn es so hell ist, weißt du, so. Ja. Wenn ich die Autofahrer. Ja, schwer, es gibt's einer, der hat sich 6 Phoenix-Lampe ans Rad gebaut. Der Typ ist gestört, ne? Dann bin ich morgens mal heimgefahren von der Arbeit im Dunkeln und dann ist der mit einer 6 Taschenlampe am Fahrrad ist mir entgegengekommen. Ja, welcher Blindmensch, gerade kommt der LKW. Ach, hab ich schon gemeint. Ich hab gemeint, was kommt dann da für ein komisches Ding, ne? Guck mal da, ein seltener Haarreifbaum. Tatsächlich. Der lateinische Fachausdruck ist Haarreifius baumicus. Ja, Latein, der lateinische Ausdruck vom Baum. Haarreifius baumicus. Fachausdruck, ja. Mein lieber Mann. Ich habe damals. Oh. Siehst du das? Ja, ich bin schon durchgereist. Damit kann er schreit panisch. Mach's weg! Ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, nee, das mache ich jetzt nicht. Aber ich bin damals, wie ich heimgefahren bin, ich denke, was ist denn das? Ein Fahrrad ist hier viel kleiner wie ein LKW. Und dann hast du da ein Fahrrad, wo am Lenker und am ganzen Rahmen sind Taschenlampen angebracht, die alle nur ferne ausgerichtet sind, so ein bisschen. Ich will ja nicht wissen, was der Spaß kostet. Einiges, denke ich. Da hat es mindestens 6 Stück, ich habe 6 Punkte gesehen, Helle. Das war wie ein Flutlicht. So. Dann macht einfach die Menge. Ich weiß gar nicht mehr, wann war denn das? Wo war denn das? Komm mit der Spinne. Das dauert noch ein bisschen. Gell, wir sind noch zu weit hin. Ja. Aber es kann ja gut möglich sein, weil
dass da auch noch was ist. Weil da oben hängt ja auch was drauf, guck mal. An dem Baum da hängt was oben. Ein Seil. Da hat das Geld nicht gelangt, für ein Seil zu kaufen und sich aufzuhängen, weil es war nämlich ein ganz kurzes Seil und ich habe es gerade hängen gelassen. Oder der Ast war so klein. Manchmal frage ich mich, ob die Spinne echt keine anderen Hobbys haben. Schlimmer sind doch die Wespen, haben die keine anderen Hobbys. Kennen die Wespen nicht sagen, ah, ich wollte nur mal vorbeikommen, mal gucken, wollte mal ein Stück vom Kuchen essen und dann wieder wegfliegen. Dabei fliehen sie immer so zickzack, fliehen wahllos da rum. Du nur alle Leute stechen und machen. Das ist schlimm. Genau. Gehen wir rechts, links, links, rechts. Da kommt doch die Brücke, oder? Ja. Wenn wir so lang laufen, kommen wir runter am Bus. Wo? Am Bus. Oh, oh, oh. Ja. Tobi. Hä? Da war eine ganz dicke Spinne. Hängt die an mir? Oder waren das die Viecher, was ich da in der Fresse hatte? Das sind jede Menge Mücke, die da rumfliegen. Dann mache ich die Stirnlampe aus. Ja, weil ich habe jetzt hier keinen Bock drauf. Ich habe das weit direkt gemerkt in meiner Fresse. Ich habe keinen Bock drauf, dass ich wieder heimkomme und habe wieder ein riesiges Ei am Kopf. Das ist das Witz, es ist zu warm für Oktober, da sind noch Stocken. Ah jo, es ist ja auch so. Ja, übernehmen wir mal bei November. Ich war das letzte, war ich Flugzeuge gucken gewesen mit dem Clay. Wo müssen wir hin? Da. Ja, da sind wir auch vorhin gelaufen. Glaube ich. Ich war mit dem Clay Flugzeuge gucken, komm heim. Da später habe ich am Kopf ein richtiges Dutzel gehabt. Ein richtiges Ei gehabt am Kopf. Ich habe das gemerkt. Dass bei der Stirnlampe habe ich gemerkt, dass so neben was kribbelt am Kopf. Aber was? Keine Ahnung. Bei der Stirnlampe ist einfach zu statisch. Ja. Deshalb hast du nur fixt an einer Stelle. Ja. Und da lockt das Viehzeug rein. Langt schon das Rotlicht, das sehen manche Tiere am Nahbereich. Ja. Wenn ein Tier da ist in der Nähe und dann findest du das und... Wie gesagt, das war jetzt schon das zweite Mal, da habe ich richtig das Eier im Kopf gehabt. Und desto weh, das will ich nicht noch machen. Ich habe ja gesagt, im Sommer und so, da muss irgendwas her, das Stechzeichen nicht angezogen wird von meinem Körper. Ich habe mir so ein Ding geholt, womit ich die Stechpunkte da rausbrennen kann. Ja, habe ich auch geholt, im Marktkauf. Ah, hast du das auch das geholt? Ja, da haben wir selber uns geholt. Ah, ja, ich habe das jetzt gesagt, das ja. Genau das, und das macht heiß wie Sau, das Ding, ne? 12 Euro, das kostet ein Limo. Wenn du da Rossmann gehst, kostet das Ding mal 20 Euro. Ich weiß. Mein Vater hat schon länger eins, aber das... Also das, wo ich das geholt habe, das hast du ja auch, das Ding, das macht so heiß, ne? Ja. Die 50 Grad, das ist gut, die brauchen wir auch. Ich habe schon klar auch schon gesagt, wenn ich was steche und ich mache das drauf und es wird heiß, muss ich durch, dann juckt es nicht. Ja. Ja, hast du schon mal drauf gehalten? Nein, noch gar nicht, ich habe es nicht gebraucht. Ja, weil ich habe es schon drauf gehalten. Ich habe bei der Kribbelmück, das war kein Stich, aber da habe ich es auch drauf gehalten, weil es eben gejuckt hat. Und das war schon, hat es gebrannt, ne? Weil es halt so heiß war, ne? Und dann hast du halt manchmal hast du Hautstille, du bist so empfindlich. Ja, also ich möchte das nicht unbedingt immer in den Sack halten, wenn ich was stechst. Über Leder muss, stechst du was in den Sack? Ja. Aber wie der andere, der ist mit Moped gefahren mit Katzenhosse. Dann ist er in die Katzenhosse, wo er Moped gefahren ist, in Bienen drin geflogen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Während dem Fahren, ne, der ist bald runtergesprungen. Von dem Ding. Ja, sicher.
Ah ja, wir sind wieder auf dem selben Weg. Da oben ist wieder das Schild vom Elektrofachmarkt Saturn. Ja, da oben ist schon. Ja, schon zwei gesehen, weiß leuchtet. Gell, das ist gestört, oder? Wir sind im tiefsten Wald, aber trotzdem noch zu nah an der Zivilisation. Tiefster Wald, ja. Das ist einfach nur so ein Stück, was total der Natur belassen ist. Und ringsherum ist Industriegebiet. Ja. Also wie gesagt, wenn wir wenn wir die Wanderung machen zum Turm bei uns. Oh ja, ich auch, da geht's voll ab, ne? Ja. Wenn noch ein paar Leute dabei sind, das sind so lustig, ne? Ey, das macht so Spaß, ne? Was wir auch machen können, wenn wir die Wanderung machen, ne? Und du sagst jetzt zum Beispiel, ey, ich brauche ein bisschen. Ah, da war die Spinne, Tobi, gell? Wenn wir jetzt die Wanderung machen und du sagst jetzt zum Beispiel, oder die anderen sagen, ey, ich habe ein bisschen Gepäck, wo ich gerne mitnehmen würde. Sagen mir Bescheid, das ist kein Problem, ich habe daheim einen Bollerwagen, ne? Also richtig geiler Holzner Bollerwagen mit Schubkarre-Reif. Oh. Da ist schon eine. Ich bin der Web. Ja gut, das geht ja dann noch, ne? Aber ich sah jetzt nur so, weißt, wenn wir die Wanderung machen. Wo waren die? Da. Ne, da nicht. Die war höher. Doch, ne, die war hier. Ja? Ja. Wenn du mal keinen Fisch gehabt hast, die vor uns gemacht. Sollen wir da hinten mal laufen noch? Was? Ja, ich muss pissen. Pingele müsste ich. Ich mach mal einen kleinen Cut. Ich leuchte nochmal da hin. Kurz, da sind wir wieder am Tunnel, wo wir herkommen sind. Da sehen wir jetzt die Lampe von meinem Kumpel. Die macht echt saugeiles Licht, finde ich.